Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute mal den Adventskalender basteln, den ich von der lieben Susanne nachgebastelt habe. Sie hat in 7 Teilen praktisch jedes Teil extra und Dekorationsextra diesen erklärt. Und als sie fertig war, habe ich angefangen damit zu basteln und ich muss schon sagen, es ist wirklich sehr aufwendig. Ich habe auch sehr lange dran gesessen, auch weil ich diese Zuckerstangen anders gemacht habe als sie. Und irgendwie hatte ich an dem Abend einen kompletten Denkfehler und habe, glaube ich, 10 Blatt Papier verschwendet. Aber egal, jetzt steht er und meine Schwester wird sich darüber freuen können. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das so gemacht habe, wie ich den dekoriert habe. Ich finde den mega toll und ich würde den am liebsten nicht verschenken. Ja, ich glaube, in ein oder zwei von diesen fehlt noch was. Ich hoffe, es klappt auch alles mit dem Licht, dass das Licht jetzt vielleicht ein bisschen besser ist. Ich habe extra noch eine extra Lampe aufgestellt, weil ich jetzt auch an einem ganz anderen Platz bin, dass ich wenigstens so einen halbweißen Hintergrund habe, damit es nicht so unruhig ist, weil das ja schon unruhig genug ist. Ich finde den einfach nur mega, mega, mega. Und ja. Und es raschelt und klingelt an jeder Ecke und ja. Man muss viel suchen, weil die Zahlen wirklich sehr versteckt sind, hier oben drauf, hier drauf. Also bei diesem Kästchen, das ist die 22, 23, 24. Und da habe ich es außen und drinnen beklebt. Aber das zeige ich euch gleich. Zuerst, von vorne soll das so sein. Da habe ich auch extra hier so die Ecke mit der Schleife gemacht. So, dann zeige ich euch mal jedes Element so ein bisschen. Also hier, das sind diese, ja, ich habe hier Teebeutelchen reingemacht. Ich hoffe, ich kriege es nachher wieder drauf, wenn ich es euch das jetzt so zeige. Ja, das ist so. Und hier habe ich dann die verschiedenen Teebeutelchen reingemacht. Also das Tolle an diesem Adventskalender fand ich persönlich auch, dass man nicht nur Schokolade reinmacht, dass wirklich alles drin ist. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, so rum. Also ich habe natürlich viel Schokolade drin, aber ich habe auch viele andere Sachen reingemacht. So. Also hier habe ich aber nur Teebeutelchen drin, nichts anderes. Das habe ich dann alles, ja, so gut es ging, irgendwie naturmäßig gehalten. Das ist natürlich alles Kunst. Die hier auch, das habe ich noch von einem ganz alten Adventskalender, den ich mal gemacht habe, ja. Und davon gibt es unten 12 Stück. Die habe ich auch vorher komplett anders gemacht. Und habe hier dann auch ein anderes Papier genommen. Den wollte ich erst silber machen und dann ist es doch Gold geworden. Also hier sieht man es noch. Ich habe es dann hier auch dran gelassen. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja. Das ist so silbernes Papier von dem Geschenk, also von dem Mix and Match von Action. Von diesem kleinen. Ja, dann habe ich das alles so mit Schleifchen und Bändchen und ab und zu noch so ein Dekoteil. Und hier so ein bisschen Tanne. Also hier in jedem zweiten eine Tanne. In dem anderen eine Kugel reingemacht. Und hier ab und zu mal so ein Ornament mit angehängt. Dann kommt hier die zweite Etage. Und da habe ich an jedem so eine Glocke vom Teddy reingemacht. Die kleinen hatten sie leider nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit diese kleinen gesehen und habe gedacht, für was kann ich die verwenden und wollte sie auch immer mitnehmen, habe es nicht gemacht. Jetzt gibt es natürlich nirgendwo mehr die kleinen. Hier habe ich das Band, weil ich wirklich keinen Tacker hatte, der hier reingepasst hat. Also bei ihr habe ich gesehen, das war getackert, aber ich habe keinen Tacker, der gepasst hat. Und da habe ich das Band einmal komplett rum, habe es auch hier geklebt, damit es auch richtig schön fest ist. Und deswegen ist es auch hier richtig schön fest. Und da habe ich diese Halo von Lind drin. Und deswegen habe ich die anders machen müssen. Ja, ich dachte, die sind so groß, als ich die Halo gekauft habe. Ich wollte die unbedingt machen und dann habe ich die halt größer gemacht. Ein bisschen größer und ein bisschen flacher. Und ja, so, das kann man so richtig schön reindrücken. Das fand ich auch toll, diese Idee. Und dadurch, dass man ja hier was dran hat, kann man das super rausziehen. So, dann kommt die zweite Etage. Also hier habe ich dann natürlich auch wieder alles dekoriert.
Alles auch mit Kunstzeug. Ja, dann hier diese Bänder, die habe ich glaube ich auch mal im Teddy gekauft. Da ist so allerhand Klimbim dran, aber die sind richtig toll. Da habe ich also von diesen Helo-Stangen 3 Stück. Und ich habe auch überall diese Glocke dran gemacht bei diesen dreien. Ja, die dritte Etage. Und da sind diese Kästchen, also die man so aufmacht. Ja, jetzt habe ich auch genau das erwischt, wo noch nichts drin ist. Und hier habe ich halt auch so ein kleines bisschen dekoriert. Also ich habe es hier auch immer abgewechselt. Hier die Papierzahlen, dann hier wieder die Holz, dann habe ich hier auch die Holz, hier die Papier und hier habe ich Papier und Holz. Aber das werdet ihr auch gleich sehen. Ich bin wirklich total begeistert von diesem Adventskalender. Ich werde mir wahrscheinlich für nächstes Jahr auch einen machen. Aber ich finde es irgendwie witzlos, wenn man sich selbst einfüllt. Das ist irgendwie blöd. Ja, da habe ich dann wirklich auch so Sachen drin, die nicht Schokolade sind. Zum Beispiel hier eine entspannte Weihnachtszeit und das ist eine Kerze zum Beispiel. So eine Duftkerze. Riecht gut. Riecht weihnachtlich. Ja, das kann man halt gut wieder auf und zu machen. Also es ist nichts, was man aufreißen muss. Das heißt, den kann man jedes Jahr irgendwie neu befüllen. Hier habe ich so einen Clip dran, so einen Weihnachtsclip, den man sich wo dranhängen kann als Weihnachtsmann. Wie gesagt, ich fand das eine gute Idee. Und dann unten auch mit dem Tee, dass man da einfach nicht nur Schokolade rein drin, was auch oben drauf sitzt. Dann habe ich hier oben in diese Zuckerstangen, da habe ich auch dieses Muster wieder aufgegriffen, so wie hier auch. Also ich fand es irgendwie toll. Ich hatte ihn erst viel bunter vor und dann habe ich ihn jetzt so gemacht. Hier habe ich die Amicelli-Stängelchen reingemacht, die passen perfekt. Also auch in jeden einen rein. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich den kippen kann. Aber ich werde es wahrscheinlich nachher nochmal so ein bisschen von oben füllen. Ja, das sind diese Zuckerstangen. Also da ist in jedem auch so ein Amicelli drin. Und dann geht es hier oben weiter. Ob ich das draufklebe hier oben, weiß ich noch nicht. Das ist auch der Engel, der eben in diesem Kästchen drin war. Da bin ich mir noch unschlüssig. Ja, dann kommen wir hier zu dem 22, 23 und 24 Kästchen. Und jetzt mache ich euch mal nach vorne. So, das Ganze hat nämlich diesen Effekt. Also 22, 23, 24 habe ich extra so beklebt, damit sie dann auch weiß, dass sie das komplett abmachen muss. Und dann macht man das ab und tada. So, der ist dann rausnehmbar, dieser kleine Geschenkwürfel. Das ist die 24, da habe ich so einen Glücksbringer drin, so ein Engelchen mit ihrem Namen drauf. Ja. In die 22 und die 23 habe ich Rubbellose reingemacht. Da habe ich mich echt extra ein bisschen beraten lassen bei unserem Kiosk. Leider, leider ist das nur so landesweit, also Hessen und so. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Wenn sie halt gewinnt, dann soll sie mir dieses Los zuschicken, dann löse ich das ein und ja. Oder sie kommt mich besuchen und ja. Ich hatte halt unbedingt vor, hier so ein Kaminzimmer mit Weihnachtsbaum reinzumachen und ja, dass es so ein bisschen 3D ist. Die Datei habe ich aus dem Silhouette Design Store und habe das auch genauso übernommen. Und der Baum war eigentlich nicht 3D. Da habe ich mir dieses Grundgerüst einfach viermal ausgedruckt und habe so diese 3D-Form draus gemacht, dass er so ein bisschen ja, 3D wirkt. Die Papiere sind von kleineköre.de. Also ich verlinke euch mal die Anleitung von Susanne, falls ihr das noch nicht kennt. Und ich verlinke euch ja auch mal das Designpapier und Elemente-Set von Kleine Göre Rentier im Sack. Das ist nämlich wirklich, wirklich toll. Ich habe da schon ganz viel mitgemacht. Habe jetzt hier endlich auch mal wieder mit meinem vorrätigen Papier gebastelt, weil sonst wird es nie alle. Weil ich habe bis jetzt, also die ganze Zeit immer nur digitales Papier verwendet, also immer ausgedruckt, weil das eine ganz tolle Serie ist.
Und wie ihr seht, habe ich hier, nee, das seht ihr nicht, da habe ich hier dann diese Holzzahlen drauf gemacht. Also die draußen die Papierzahl und hier drinnen habe ich dann nochmal die Holzzahl gemacht, damit sie sieht, welche Tür welche ist. Und das Geschenk steht dann hier so drin. Das musste so groß sein. Eigentlich wollte ich nur ein kleines Geschenk, so eine Geschenkebox reinmachen, aber dann hatte ich diesen Engel gekauft und dachte, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, den kann man ja rausnehmen und dann hat man diese Form. Also ich bin wirklich total begeistert. Also es ist selten, dass ich von mir gemachten Sachen so begeistert bin. Und ja, das muss raus. Das ist wirklich so toll und ich danke Susanne für diese tolle Idee, dass sie die hatte und mit uns geteilt hat und sich die ganze Arbeit gemacht hat. Sie hat mir in ihrem letzten Video so leid getan, als sie diese Box gemacht hat. Sie sagt ja selbst, dass sie wohnte in der Schweiz und hat nicht so die Möglichkeiten, an die Sachen zu kommen, an die Bastelpapiere und so weiter. Und ja, verwendet dann wirklich auch jedes Witzelchen, was er hat, noch und stanzt da noch was draus. Ich glaube, die hat überhaupt gar keine Papierabfälle. Wenn ihr meinen Papierkorb sehen würdet, ja, das ist nicht gerade sehr viel sparend. Und sie hat dann beim Machen dieser oberen Box wirklich echt viel Material verloren. Und ich musste zwar ein bisschen grinsen, aber sie hat mich so an mich selbst auch erinnert, weil was ich da schon verschwendet habe, weil ich einfach nicht gedacht habe. Und das passiert mir so oft. Also ich muss tagsüber basteln, echt. Ich muss nicht immer nachts basteln. Ich muss das echt mal versuchen, tagsüber zu machen. Und da hat sie mir halt extrem leid getan. Ja, und besucht sie einfach mal auf ihrem YouTube-Kanal. Das ist wirklich, ja, wirklich so total tolle Anleitung. Sie macht das richtig gut. Ja, das war mein Adventskalender. Jetzt werde ich sehen, wie ich die morgen irgendwie verpacke, damit der da auch heil ankommt. Der ist zwar in sich so ein bisschen stabil, weil ich habe hier unten, habe ich auch kein Viereck genommen, sondern habe mir so einen Kreis ausgeschnitten und habe da drei Pappen genommen. Die oberste Pappe habe ich mit so Marshmallow-Papier geklebt. Ja, ich mache vielleicht nochmal so ein paar Detailfotos jetzt am Ende des Videos rein, damit man das so ein bisschen besser erkennen kann. Ja. Ich bin begeistert. Also es ist selten, dass ich das dann auch so sage und auch so stolz zeige und ja. Aber ich bin wirklich begeistert von diesem Ding und ich werde mir bestimmt nächstes Jahr einen machen. Und falls ihr den auch gebastelt habt, dann ja, schreibt mir doch mal, schickt mir vielleicht mal Bilder dazu, über meinen Instagram-Account vielleicht. Ja, würde mich sehr, sehr freuen und ja. Kommt ihr auch einen Adventskalender? Das würde mich vielleicht auch interessieren. Erzählt doch mal. Und was habt ihr denn so in den vergangenen Jahren bekommen? Ich hatte mal, da hat mein Mann, ich habe hier so viele Ordnungsboxen. Also das seht ihr vielleicht so. Ja, diese IKEA-Boxen. Und da hatte mein Mann mir mal, ja, Anfang Dezember kam ich nach Hause und dann waren da überall Zahlen, also nicht nur hier, sondern auch im Wohnzimmer und wir haben so Kisten auch im Schlafzimmer und ja, da konnte ich immer suchen, in welchem Raum jetzt an so einer Kiste eine Zahl dran hängt und dann war an so einer Kiste auch noch was drin für mich. Also das fand ich eine richtig tolle Idee. Ja, erzählt mir doch mal, was ihr so für witzige oder tolle Adventskalender hattet. Würde mich wirklich sehr interessieren. So, und damit mache ich jetzt hier Schluss. Und freue mich auf eure Kommentare. Tschüss!